Willkommen zurück. Am dritten Jahrestag der Veröffentlichung des Ibiza-Videos sprechen wir mit Eva Linsinger vom Profil und den beiden Herren, die damals in der Villa in Ibiza jenen folgenreichen mitgefilmten Abend verbracht haben. Heinz-Christian Strache und Johann Godenus. Eine Sache, die offen geblieben ist, offenbar zwischen Ihnen bei den Treffen vorher, wurde Kokain konsumiert, angeblich auch von Ihnen. Es gibt Fotos davon, der Kurier hat die veröffentlicht, das wissen Sie. Und Sie sind auch dabei gefilmt worden, deswegen gibt es auch die Fotos. Das war bei den Treffen im Vorfeld zu diesem Abend in der Villa. Jetzt wäre das Ihre Privatsache, ob Sie das machen oder nicht, meiner Meinung nach. Außer Sie sind erpressbar. Und Sie waren ja damals Vizebürgermeister. Sie haben, ich zitiere es aus der vorigen Runde, mit Leuten, die Sie offenbar nicht gut kannten, Kokain konsumiert und sich damit erpressbar gemacht. Was sagen Sie jetzt dazu? Ich wurde aber nicht erpresst, Nummer eins. Zweitens ist es meine Privatsache und drittens sage ich Schnee von gestern, wie ich das damals schon gesagt habe. Geht eigentlich das ist ein Wortspiel. Ja, also wirklich, Sie sind eine Spitzgeisterin. Ja. Ja. Und ja, mehr sage ich dazu nicht. Schauen Sie, ich meine, ich könnte jetzt auch jahrelang darauf herumreiten, ja, wenn es Ihnen Spaß macht, dann werde ich auch jahrelang darauf herumreiten, was eigentlich für eine journalistische Drecksleistung, dass mein Klenk und von zwei bayerischen Journalisten war, dass dieses Video manipulativ völlig verzerrt hier gesendet wurde am 17. Mai. Und ich habe auch hierzu ein Gerichtsurteil erwirkt, nämlich vor zwei Monaten vom Oberlandesgericht in Wien, wo der Richter schreibt, unstrittig hatte der Kläger, das ist der Herr Godenus, zum Zeitpunkt der Einbringung der Klage keine Kenntnis vom gesamten Video, zumal nur Ausschnitte veröffentlicht wurden. Durch das Gewicht der veröffentlichten Bilder hat eine von der geheimen Aufnahme betroffene Person keine faire Chance, durch reine Wortmeldungen darzulegen, in welchem Zusammenhang diese Ausschnitte seiner Meinung zu betrachten wären, da er mögliche entlastende Passagen nicht veröffentlichen konnte. Es ist ein Gebot der Fairness, das gesamte Video zu veröffentlichen, nämlich damals, ab dem 17. Mai. Ein Jahr später. Aber Ihr geschätztes Medium hat sich nie damit auseinandergesetzt. Ich kenne nur zwei Medien. Also am 17. Mai 2019 waren die Zeitungen Wochen und Monate lang voll mit 3 bis 5 Minuten. Als dann über ein Jahr später, und für das haben wir gekämpft, die ganzen 7 Stunden veröffentlicht worden sind und natürlich auf einmal ein anderes Gesamtbild sichtbar geworden ist, haben nur Ö24 und Express darüber berichtet, vom ORF angefangen bis zu Ihrem Medium, auch zu Ihrem Medium, kein Medium. Herr was Schatz, in dem Gesamtkontext der 7 Stunden schon sichtbar geworden ist, nämlich, dass nachweislich keine Korruption stattgefunden hat und dass viele Dinge bis hin zum Wasser völlig anders gewesen sind. Man hat mit Unwahrheiten und Lügen nachweislich wiederholt auf diesen Konsum die ganze Zeit. Ich habe noch nicht angefangen. Ich versuche, die Opferrolle zu schlüpfen. Also vielleicht bilden wir uns auch nur ein, dass das eine Falle war. Vielleicht bilden wir uns die Kameras ein, die dort 2017 versteckt wurden. Sind das alles Einbildung wahrscheinlich? Ne? Und vielleicht wollen sie uns das auch noch einreden, dass die nichts geplant haben und das alles ein Zufall war. Herr Strache, ich habe mir das angeschaut und es ist auch in der allerersten Veröffentlichung, die bei uns war, ist dieser Satz drinnen mit Untertitelung, wo Sie sagen, ich blende Ihnen gerne ein, aus dem Video, in der allerersten Videoveröffentlichung steht schon drinnen dieser Satz von Ihnen, wo Sie sagen, aber es muss alles mit rechten Dingen. Das ist nur ein Satz von vielen in 7 Stunden. Ja, und da wird ein Satz gezeitigt, aber es wurde vom Verkauf von Wasserquellen gesprochen, was nachweislich falsch ist, weil ich gesagt habe, das ist Verfassung, das ist in der Verfassung zu schützen, unser Wasser ist heilig und das ist meine Position und keine andere. Ja. Das hat man einfach weggelassen, sogar verdreht, ja, damit in der Öffentlichkeit ein Bild entsteht, völlig falsch, ich hätte Wasserquellen verkaufen wollen, ein Blödsinn. Ja. Ich strache nur einen Satz. Also ich verstehe schon, dass Ihnen das unangenehm ist, was Sie da gesagt haben, aber es ist nicht manipulativ. Sie haben Dinge in dem Video gesagt, wir alle kennen es, das ist ja von zack, zack, zack über Haselsteine etc., die einfach nicht tragbar sind. Und das ist nicht manipulativ zusammengeschnitten, sondern Sie haben es immer wieder gesagt. Und ich glaube, wir müssen jetzt die Debatte nicht von vorne auf. Das haben Sie auch 7 Abspann gesagt, Frau Milborn. Abschließend zu dieser jetzt in Dokumentation, die wir gesehen haben, die ja journalistisch nicht schlecht gemacht war, aber doch der Unterton typisch gesinnungsjournalistisch war. Ja? Also ich rede von der technisch-journalistischen schlecht gemacht, aber von der Aussage war sie gesinnungsmäßig und deswegen eigentlich verwerflich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo immer eben darauf hingewiesen wird, ja, das ist alles nicht klagbar,
nicht strafbar, es gibt keine Ermittlungen. Aber man stelle sich vor, wir hätten jetzt beim Russlandkrieg die Frau Kneißl als Außenministerin, wir hätten bei der Pandemie die Frau Hartinger Kleines als Gesundheitsministerin. Ja, da so, würde ich gerne so gleich drüber reden. Ja, so what? Hallo, das ist Demokratie und das ist nichts Verwerfliches. Wenn Sie sich aushalten, ja, und deswegen Fallen konstruieren müssen vielleicht, ja, Ihre Kollegen, dann ist es wirklich eine Schande, muss ich ehrlich sagen. In dem Fall waren es nicht Journalisten, die es konstruiert haben. Man muss auch die Debatte jetzt mal beginnen, 3 Jahre nach dieser Sache, nachdem wir schon 3 Jahre lang immer das Gleiche vorgeworfen bekommen, vielleicht auch zu Recht, ja, politisch, rechtlich nicht. Was ist eigentlich die Stellung des österreichischen Journalismus hier? Was ist hier die Funktion des österreichischen Journalismus, dass anscheinend politische Parteien und politische Denker und Funktionäre, die vielleicht nicht der Meinung des Mainstreams sind, fertig gemacht werden? Gut, das ist die Rolle des Journalismus. Wäre ohne dieses Journalismus Video ist nicht ihre eine demokratische Rolle, sondern eine Rolle der EU von Herr oben Godenus. Hinab. Naja, die Hintergründe. Tatsächlich wäre wahrscheinlich die türkisblaue Regierung noch im Amt, wenn dieses Video nicht aufgetaucht wäre und die Ermittlungen, die danach gekommen sind. Und tatsächlich wäre wahrscheinlich Hartinger Klein Gesundheitsministerin in der Covid-Krise gewesen, Kickl Innenminister und Kneißl jetzt Außenministerin. Muss man aushalten. Hätte man Hessenthaler auf seiner Flucht nicht dann nach einer Rückreise von Rumänien, glaube ich, nach Deutschland festgenommen, hätte man auch nicht erfahren, dass er offenbar mit der Kapitänin Rakete von den NGOs engstens war, in einer WG untergebracht worden und versteckt worden ist, hätte man auch nicht erfahren. Das würde die These stützen, dass es ein zivilgesellschaftliches Projekt war, Wer dann die NGOs subventioniert und vor allen Dingen, wer seine drei Luxusanwälte finanziert bis heute, die nämlich mit Sicherheit 20.000, 30.000 Euro wahrscheinlich monatlich kosten werden, mindestens, ja, das ist bis heute nicht beantwortet. Herr Strache, ich möchte auf meine Frage zurückgekommen bezüglich des Kokainskonsums, wo Sie sagen, ich reite darauf herum, ich habe es jetzt einmal angesprochen, nämlich in der Vorphase bis zum Video, es ist ja immer auch die Frage aufgetaucht, ob dort konsumiert wurde, also ob dort Kokain konsumiert wurde in der Finca. Es schaut auf manchen Bildern so aus, man weiß es nicht genau. Herr Hessenthaler sagt, er hat keins gebracht. Ich spiele Ihnen das nochmal kurz ein, was Hessenthaler zu Kokainkonsum oder Drogenkonsum an diesem Abend sagt. Ich habe die Protagonisten des Ibiza-Videos nicht mit Drogen versorgt. Soweit mir bekannt hatten diejenigen, die einen Drogenkonsum hatten, ihre eigenen Quellen. Ich hatte keinen Grund und ich hatte auch davor keinen Kontakt zu den Protagonisten. Also ich war weder ihr Dealer, ihr Lieferant noch sonst etwas. Herr Strache hat gesagt, er hat nicht konsumiert, wenn dann ist ihm was reingemischt worden. Herr Godenus, haben Sie Kokain oder andere Drogen konsumiert? Nein, habe ich nicht. Und wenn, kann es Ihnen auch egal sein. Ja, aber natürlich der Herr Hessenthaler. Naja, es ist so ein großes Thema aufgebracht von Ihnen, nämlich ob da jetzt konsumiert worden ist oder nicht. Nein, im Gegenteil. Haben wir jetzt nicht aufgebracht, aber es macht ja nichts. Schauen Sie, ich weiß, wir versuchen auch 3 Jahre danach noch irgendwo in welchen Details und jetzt der Aussage von Herrn Hessenthaler, der nicht die Wahrheit sagen will, logischerweise, weil er, ich meine, der muss ja nicht sagen, der kann sagen, was er will, ihm einen Skandal aufzubringen, um zu rechtfertigen ihre Rolle der letzten 3 Jahre. Sie rechtfertigen laufend neu ihre Rolle. Ich weiß, Sie immer damit wieder ab, aber Herr Godenus, Sie haben als Partei, Sie beide... Lassen Sie mich bitte darauf eingehen. Nein, jetzt lassen Sie mich das Ihre Frage stellen. Sie haben als Partei beide jahrelang gegen Drogendealer kampanisiert, das auf Plakate geschrieben. Jetzt, wenn Sie, Herr Strache, erfahren, dass der Herr Godenus jahrelang offenbar Kokain konsumiert hat, was er ja nicht abstreitet... Wer sagt das? Na, Sie haben gerade gesagt, das ist nicht meine Sache und das ist Schnee von gestern. Jetzt geht es um das eine Foto. Das heißt, Sie haben nur das eine Mal in Ihrem Leben Kokain konsumiert, wo Sie gefilmt worden sind. Das geht Sie überhaupt nichts an. Ja? Und das, bei sowas gilt einmal eine Vermutung, dass es nicht so ist. Ich finde, das wäre Privatsache, wenn es nicht im Rahmen dieser Sache gefilmt worden wäre und Sie erpresst. Ich kann jetzt auch beginnen mit einigen Sachen über Sie oder andere und dann schauen wir dann blöd aus der Wäsche. Also viel Spaß. Aber mich interessiert, Herr Strache, was sagen Sie dazu? Weil Sie haben immer gesagt, dass... Ich finde es ungeheuerlich. Also dort ist nie vor mir, hat kein Mensch dort irgendetwas konsumiert. Also weder der Herr Hessenthaler, noch die vermeintliche Oligarchin, noch der Herr Godenus, noch sonst wer. Dort ist in den 7 Stunden keine Konsumation stattgefunden und hat auch nicht passiert. Da ist ja dann Gegenteiliges unterstellt worden, da haben dann Medien wieder mitgespielt, da sei dann irgendein Tischbein so interpretiert worden und man hat das wieder im Raum stehen lassen, bis hin, dass es sexuelle Unterstellungen gegeben hat, die man einfach im Raum stehen hat lassen. Ja. Also da haben sich ja schmutzige und schäbige Sachen abgespielt. Ein Jahr lang, Sex und Drogen, hat's geheißen. Aber, dass der Herr Hessenthaler damit zu tun hat, nämlich jetzt nicht nur in dem letzten Urteil, wo er nicht rechtskräftig verurteilt ist, sondern auch schon davor einmal rechtskräftig verurteilt wurde, das ist
Realität. Aber was sagen Sie dazu, dass in Ihrer Partei, das hat, wo Sie jahrelang gegen Drogendealer kampiert haben? Das ist etwas, wo ich persönlich, das war einer der Punkte, warum ich auch enttäuscht war, weil ich ja mit Johann Codeno so lange befreundet bin. Und jetzt sage ich Ihnen was, sollte jemand diese Krankheit haben, dann glauben Sie mir, ist mein erster Zugang, dass ich einem Freund helfen würde, wenn er es mir sagt. Ich habe es nur nicht gewusst. Ja? Und das ist das, was mich damals halt auch etwas irritiert hat. Und ich habe auch viele so Flößen gehabt. Ja? Ich habe mich sicher da oder dort auch verrannt. Keine Frage. Und da bin ich auch nicht angestanden in der Aussprache, das mit dem Johann Codenos auch von meiner Seite auch klar anzusprechen, weil wir uns, glaube ich, alle verrannt haben da oder dort. Ja? Mir hat es wehgetan, als ich das gesehen und gehört habe, weil man gedacht hat, hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht dem Johann helfen können. Das war mein Zugang. Wo haben Sie das gesehen, meinen Sie jetzt? Ich hab's jetzt in den Medien. Ah, okay, das meinten Sie, sondern nicht direkt am Video. Ja, ich finde nach wie vor, wie soll man sagen, fast befremdlich, wie Sie auch 3 Jahre danach, Ihr Rücktritt ist 3 Jahre her, Ihre politische Karriere ist 3 Jahre her, Sie haben ein Comeback versucht, Sie nicht, wie Sie auch danach immer noch versuchen, alles schön zu reden, alle Schuld von sich zu weisen. Es sind alle möglichen Schuld, die Medien sind schuld und die sind schuld und die sind schuld. Aber was Sie gesagt haben, das haben Sie gesagt, wie Sie jetzt gesagt haben, auch aus freien Stücken und nicht irgendwie berauscht oder unter Drogen. Es kam aus Ihnen heraus. Und, Frau Lehnsinger. Na, aber ehrlich. Frau Lehnsinger. Ja, ich verstehe Ihren Gesinnungsjournalismus. Herr Strache, ich höre Ihnen auch zu. Aber selbst wenn ich langwo sitze, mir würden solche Sätze nicht einfallen, wie zack, zack, zack. Und da denke ich mir, wäre der 3. Jahrestag schon irgendwie eine gute Gelegenheit. Sie waren jetzt wieder in der Villa, da einfach zu resümieren und zu sagen, was Sie da angerichtet haben mit dem Ganzen, nämlich für die Korruptionsermittlungen etc. etc. Und ein Zusatz noch, Sie haben ja mit dem Ganzen etwas ausgelöst. Es gab ja danach Hausdurchsuchungen, es gab Handybeschlagnahmungen, wir wissen seither Bescheid über die Chats etc. etc. Es wird ermittelt gegen alle möglichen ÖVP-Politiker und Politikerinnen. Es hat sich in Sachen Korruptionsermittlungen ja etwas getan. Und das ist für mich der positivste Effekt aus dem ganzen Ibiza-Video. Diese ganze Serie und Kette von Ermittlungen, wo wir wahrscheinlich noch gar nicht am Ende sind. Also die Inseraten-Affäre in Vorarlberg ist ja erst relativ jung. Und da ist die Republik schon eine ganz andere geworden, weil wir Täusche etc. gesehen haben. Da bestätigen Sie ja genau das, was ich und was ja dann nach den 7 Stunden, die veröffentlicht wurden, sind ja auch bestätigt wurde. Nämlich, dass ich in der Regel, und das habe ich sehr wohl getan, weil Sie sagen, ich hätte doch keine Selbstreflexion gelebt, ich habe mich entschuldigt, ich bin zurückgetreten, ich habe die Peinlichkeit, die Übertreibung, das Wichtigtum, das alkoholgeschwängerte Verhalten, das kettenrauchende Verhalten, das peinliche Leiberl, alles das habe ich ja über 3 Jahre lang natürlich festgehalten, mich auch dafür entschuldigt, meine Konsequenzen gezogen. Aber, und jetzt sind wir beim Aber, die Gerüchte über die anderen, die ich dort erzählt und letztlich dann aufgedeckt habe, die haben sich bestätigt. Und da ist dann was ins Rollen gekommen. Und da müssen Sie, über andere Parteien, die ja dort auch artikuliert worden sind, und da müssen Sie eben dann sehr wohl differenzieren, wenn Sie es jetzt ehrlich meinen mit Journalismus und Aufklärung. Dass nämlich das Video selbst nichts hergibt, keine strafrechtliche Relevanz, aber dadurch anonyme Anzeigen dann erfolgt sind, dadurch Hausdurchsuchungen stattgefunden haben, dadurch Chats veröffentlicht worden sind und dadurch Dinge sichtbar geworden sind, die zu dem führen, was Sie gesagt haben. Aber das müsste man differenzieren. Es war auf jeden Fall ein folgenreicher Abend, was das betrifft, Herr Strache. Aber ich möchte noch auf eines eingehen, was die Frau Lehnsinger gesagt hat. Warum bleibt man sitzen? Weil Herr Hessenthaler sagt, es war immer klar, worum es da geht. Nämlich um Schwarzgeld. Völliger Quatsch. Das ist ein völliger Quatsch. Ich spiele es Ihnen kurz vor. Ja, das haben wir schon gesehen. Also, ja, ich spiele es noch mal ein, weil ich hätte gerne Ihre Reaktion darauf, Herr Gutenius. Sie haben sich so oft getroffen mit denen. Sehr gerne. Und das war der Plot dieses Abends, war folgender. Jedem in diesem Haus war klar, warum man dort ist. Die Vortreffen mit dem Herrn Gutenius hatten das Thema ja im Prinzip der Reinwaschung von 350 Millionen russischem Schwarzgeld und der, was man dafür bekommen könnte von politischer Seite. Das an sich ist ja schon ein heikles Thema für jeden Politiker und nachdem dieses Thema recht problemlos aufgenommen wurde, bereits beim ersten Treffen, war mir recht schnell klar, dass hier also brisantes Material entstehen würde.
Also der Plot war immer, dass es um Geld geht, das nicht einfach auf eine Bank kann. Das ist immer das Problem, Frau Milborn. Ich weiß schon, Sie haben die Akten nicht, ja, okay. Aber dann verfolgen Sie auch die Medien nicht. Das ist dann natürlich doppelt blöd. Sagen Sie es mir, sagen Sie es mir. Es war von Anfang an nicht klar, dass es so ist, sondern im Gegenteil, ich habe von Anfang an auch ihm gesagt, Geldüberweisungen, das klärt die Bank, weil die macht natürlich KYC und die ganzen Prüfungen, ALM, Anti-Money Laundering, MLA und so weiter, die ganzen Prüfungen. Und das obliegt nicht mir, das müssen Profis, Anwälte und Banken feststellen und ist nicht meine Entscheidung. Das war von Anfang an klar. Und es war auch klar, da die Dame ja behauptet hat, sie sei eine Russin, die in Lettland ist und die lettische Staatsbürgerin, dass wenn eine Überweisung funktioniert aus Lettland, das natürlich einfacher ist als aus Russland. Das war, meine Prämisse, die vollkommen klar war von Anfang an. Und wenn Sie die Akten kennen würden, die auch in den Medien waren übrigens, das müssen Sie wissen, dann hätten Sie das nicht schon zum dritten Mal bringen müssen. Aber es sagt, Sie verweisen immer auf die Langversion des Videos. In der Langversion des Videos sagt der Herr Hessenthaler on tape in diesem Video, dass dieses Geld eigentlich nicht ganz legal ist und deswegen nicht auf eine Bank soll. Das weiß ich das nicht, ist was auch er etwas, sagt, was man, aber ja, ich weiß, was ich sage. Dass diese Dinge bei uns nicht spielt. Das sage ich dort in den 7 Stunden und das vergessen Sie. Ich sage, bei uns gibt es nur ganz klare rechtskonforme Wege, Geld-Compliance technisch über Banken aus der Europäischen Union, über Banken geprüft, das sage ich. Sie sagen das heute schon alleine an diesem Abend sicher 30 Mal in diesem Fernsehsender und sagen immer weil Sie mich nicht zitieren. Sie zitieren mich immer mit verkürzten Passagen. Und lassen die anderen, und wenn ich sage, unterbrechen Sie mich. Wenn ich dann aufzeige, was ich dort sage, unterbrechen Sie mich und sagen, na, also fürchterlich. Nein, schauen Sie, was der Herr zitiert, das mag das eine sein, aber Sie müssen uns dort mit unserem Wortlaut letztlich zitieren, wo wir sagen, bei uns spützt das nicht. Ja, aber Sie sitzen in einer Villa, wo tatsächlich auch privat vermeintlich im Urlaub. Privat im Urlaub im Jahr 2017 als Oppositionspolitiker bin ich. Natürlich war ich privat auf Urlaub. Also ich war privat auf Urlaub. Natürlich war ich privat auf Urlaub und bin in eine Falle geführt worden. Und so, und das ist das. Und da fehlt mir die Selbstreflexion der Journalisten. Wünschen Sie sich wirklich, dass die politische Auseinandersetzung auf das Niveau heruntergeht, dass man jetzt in Zukunft politisch Andersdenkende in Fallen lockt, vielleicht mit käuflichen Damen, vielleicht ihnen irgendwas ins Glasl tut und sie dann bei irgendwelchen Dingen filmt? Ist das wirklich das, was Sie sich für die politische Auseinandersetzung eines Landes wünschen? Das hat nämlich mit demokratischer, inhaltlicher Auseinandersetzung gar nichts zu tun. Die Tatsache ist, dass Sie die Sachen gesagt haben. Frau Lindner, Sie wollten was so sagen. So wie ich es aufgeklärt habe. Nein, nur weil Sie es immer und immer wieder sagen, ja, letztes Mal sage ich es noch, ja, Sie sagen immer wieder, es muss alles korrekt zugehen, aber ich meine, das ist das Normale. Das Interessante ist, was Sie abseits davon in dem Video sagen. Und dass Sie eben betonen, welche Varianten es gibt, dass Sie Pläne wälzen, was Sie mit der Kronenzeitung vorhaben. Das hat ja auch innerhalb der Kronenzeitung zu einer Umkehrung des Verhältnisses zur FPÖ und gerade zu Ihnen gesorgt, was Sie vorhaben, welche Journalisten weg müssen und welche nicht, welches Medienverständnis Sie haben, welches Verständnis Sie haben, wer dann keine Gelder mehr kriegt, welches Verständnis Sie haben, welche angebliche Firma, die dementiert das, angeblich alle Parteien zahlt. Und all das sagen Sie auch und das blenden Sie aber so wahnsinnig gern aus und sagen immer und immer wieder diesen einen Satz, dass Sie betonen, es muss alles korrekt zugehen, aber Sie wälzen zwischendurch einfach Pläne und das über Stunden und das ist das Entscheidende an diesem Video. Und deshalb bitte noch einmal, ja, mit den verkürzten Sätzen, die immer wieder eingeblendet werden, wo man die anderen außen vorlässt und nicht zeigt. Die Kronenzeitung konnte ich gar nicht verkaufen. Das war mir auch völlig blunzen. Das war das, was die Suggestivfrage und das Suggestivthema der vermeintlichen Oligarchin. Nein, ich habe gesagt, wenn Sie das kaufen, wie soll sie das kaufen? Ich kann es ja nicht beeinflussen. Sie hat ja die Geschichte erzählt, dass sie einen Teil der Familie schon gewonnen hat und Anteile kauft und jetzt will sie mehr kaufen. Ja, schön. Gut so. So, das ist ja nicht mein Kaffee. Das war ja der Kaffee, den sie aufgetischt hat. Und das, ja, dass das durchaus in der medienpolitischen Landschaft durchaus so ist, na, dass da oder dort Journalisten von unterschiedlichen Zeitungen mit der Sozialdemokratie besser kennen, mit der ÖVP besser kennen, vielleicht sogar Ansprechpartner von uns waren, das ist ein offenes Geheimnis. Und dass es eine medienpolitische Schieflage gegenüber der FPÖ über 15 Jahre gegeben hat, ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass man vielleicht da oder dort ein bisschen vielleicht in der Waagschale auch einmal Journalisten gehabt hätte gern, die nicht nur negativ über einen berichten. Ja, das gestehe ich, das wäre ein Wunsch gewesen. Und darüber haben Sie auch fantasiert, was Sie vielleicht
anstellt, ja, der nicht nur gegen uns schreibt. Spiel mal kurz diese Passage ein, weil sonst kennt sich niemand mehr aus, worüber hier gesprochen wird. Die Passage mit der Kronenzeitung aus dem Video. Na schau, schau, wenn Sie, sobald Sie Ihre Rangenzeitung übernimmt, sobald das der Fall ist, müssen wir ganz offen reden. Dann müssen wir zusammenhocken, müssen sagen, so, da gibt es bei uns in der Krone, zack, 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 diese drei, vier Leute, die müssen ja, pushen, drei, vier Leute, die müssen absolviert werden. Und wenn Sie wirklich die Zeitung von vorher übernehmen, wenn es wirklich vorher, in dieser Wahlbewegung, zwei, drei Wochen vorher, die Chance gibt, über diese Zeitung uns zu pushen. Das ist ja auch. Dann passiert ein Effekt, den die anderen ja nicht. Richtig, ja. Dann machen wir nicht 27. Dann machen wir 24. Dann sage ich Ihnen, soll sie nämlich eine Firma, die Strafe gründen, weil alle staatlichen Aufträge, die jetzt die Strafe kriegt, sind Ziel abwerfen. Frau Linsinger, Sie waren am Wort. Und genau das offenbart das Medienverständnis. Und weil Sie es immer wieder betonen, ja, das gibt es nicht nur bei der FPÖ, das gibt es auch bei anderen Parteien, das macht es aber nicht besser. Wir kennen diesen berühmten Satz aus den Chats, wer zahlt, schafft an, das macht es aber nicht besser. Und daher verstehe ich diese mangelnde Aufarbeitung nicht, weil da wurden ganz offensichtlich Pläne gewälzt. Und da können Sie dann noch so oft betonen, alles müsste korrekt zugehen, das war ja doch eine relativ bei Ihnen tief eingegrabene Fantasie offensichtlich. Also ich bin nachweislich nicht die Hure der Reichen, ja, wie wir heute wissen aufgrund der Chats. Aber ja, dass ich, wenn es um die 14-jährige Obmannschaft gegangen ist, ja, gerne da oder dort einmal auch Journalisten gehabt hätte, die nicht nur 14 Jahre lang sozusagen gegen mich anschreiben, ja, das ist etwas, wo ich ein bisschen im Sinne von Ausgeglichenheit gerne eine Veränderung gehabt hätte. Das war halt nicht der Fall. Da habe ich eine 14-jährige Eindimensionalität erlebt, bis heute, auch nach meinem Rücktritt. Weil ich hätte mir gern wünschen, dass auch manche, die nie, mir irgendwo eine Sympathie entgegengebracht haben im Journalismus, vielleicht doch einmal eingestehen, Herz, das war schon 14 Jahre sehr einseitig, was wir gemacht haben. Wir haben eigentlich alles, was von Ihnen gekommen ist, immer negativ ausgelegt und gegen Sie angeschrieben und nicht versucht, einmal vielleicht differenziert Dinge auch objektiver zu sein. Das wäre schön gewesen, eine Selbstreflexion, Frau Linsinger. Sie mögen die Opferrolle schon gern, nein, oder? Nein, aber das wissen ja die sehr. Thema Gesinnungsjournalismus. Was ich erstaunlich finde an Ihnen beiden, dass wenn Sie, Sie haben wirklich Fläche gerade, um alles zu sagen, was Sie sagen wollen und finden immer noch, dass Sie unfair behandelt werden, obwohl Sie hier ungeschnitten im Live-Fernsehen sprechen können. Wir sind leider am Ende der Zeit. Ich möchte noch eine ganz kurze Runde machen. Was wäre gewesen, wenn dieses Video nicht gekommen wäre? Wir sitzen ja hier, weil das tatsächlich eine historische Dimension hat. Deswegen arbeiten wir diesen Abend so genau auf, der da vor 3 Jahren passiert ist, weil so viel danach geschehen ist. Wir haben es am Anfang schon gesagt. Die Frage ist, was wäre, wenn das nicht passiert wäre, Herr Gudenus? Also Sie sagen, die Regierung wäre im Amt geblieben. Nein, ich vermute sogar, Sebastian Kurz hätte die Regierung auf jeden Fall aufgelöst, aus anderen Gründen, weil er nicht weiter mit ansehen wollte, dass es der FPÖ so gut geht. Das ist einmal meine Meinung zum Ersten. Und das Zweite ist, was nicht gekommen wäre, wäre zumindest der Ansatz des Gedankens darüber, dass in Österreich auch im journalistischen Bereich und in Deutschland einiges schief läuft und Journalismus eben nicht ein kritischer Geist aus der Bevölkerung ist oder die vierte Staatsgewalt, die kritisch sein sollte, sondern im Endeffekt ein Systemjournalismus, der alles tut, um Parteien, die dem System gefährlich werden könnten, irgendwie zu diskreditieren. Herr Gudenus, Sie haben die Sachen selbst gesagt, wir haben darüber berichtet und wir diskutieren jetzt darüber. Wie wäre die Russlandpolitik gewesen, also, wenn Sie noch als Vizekanzler im Amt wären und die Außenministerin Kneißl jetzt während des Russland-Angriffs auf die Ukraine noch Außenministerin wäre? Was wäre anders als jetzt, Herr Schwache? Na, ich glaube, das war ja längst geplant. Ich meine, lustig ist ja, dass der Sideletter zwischen der ÖVP und den Grünen mit 1.1.2019 datiert war, nämlich Monate vor meinem Rücktritt. Ja, interessanterweise, das tut man ja immer als Fehler ab. Interessant ist auch, dass wir gespürt haben vor Veröffentlichung des Videos, dass da was im Busch ist seit Jänner 2019, nämlich dass die ÖVP begonnen hat, die Regierungsarbeit zu torpedieren. Ja, und dass wir alle damals gespürt haben, spätestens im Herbst beim Doppelbudget, wenn es um die Umsetzung, Abschaffung ORF-Zwangsgebühren geht, wenn es um die Entlastung der kleineren und mittleren Einkommen geht, wenn es um die Mindestpension von 1.200 Euro netto geht, haben die gar nicht vor, das mit uns umzusetzen, sondern
sondern die suchen nach einem Szenario, das vorher platzen zu lassen. Und das wäre wahrscheinlich die Realität gewesen. So hat heute das Video hineingespielt, wenn man so will. Und heute wissen wir ja auch, dass wahnsinnig viele Parteien oder Vertreter von unterschiedlichen Parteien offenbar lange zuvor über so ein Video Bescheid gewusst haben sollen. Ja? So, also ich glaube, das wäre in die Richtung gegangen. Ansonsten hätten wir Neutralität gelebt. Ja, wir hätten das, was Bruno Kreisky gemacht hat und unser Land letztlich als neutrales Land stark positioniert hat, darauf bestanden, diese Neutralität auch aufrechtzuerhalten und nicht auszuhöhlen, nicht mit Füßen zu treten und nicht in eine Situation zu kommen, wo man uns heute leider international als neutraler Vertreter und Vermittler nicht mehr ernst nimmt. Also Österreich hat sich zum Beispiel den Sanktionen nicht angeschlossen, höre ich daraus. Frau Linsinger, Abschluss für Sie. Was hat dieses Video geändert? Eine ganze Menge, weil es hat ja eine ganze Kette ausgelöst von Ereignissen. Ohne dieses Ibiza-Video hätte es die Expertinnenregierung nicht gegeben. Da hätte die Justiz nicht dermaßen freie Hand bekommen für Hausdurchsuchungen, für Handybeschlagnahmungen, über die wir alles wissen und wo wie in einem Domino eine Ermittlung an das andere geht. Und über das Handy, über diese hunderttausenden Chatnachrichten von Thomas Schmidt gibt es ja Ermittlungen in allen möglichen Kausen. Viele davon sind nicht abgeschlossen. Und da hätte Österreich wirklich gewaltige Einblicke, wie es in Parteien zugeht, nicht bekommen. Und das hätte ich für, also es ist die große Reinigung noch nicht gekommen. Es gibt jetzt noch nicht die neuen Antikorruptionsgesetze etc. etc. Aber es gab einige Rücktritte. Es gibt manche Bestrebungen zu mehr Sauberkeit. Und die ganzen Korruptionsermittlungen, die von Wien bis Bregenz laufen, haben hoffentlich einen reinigenden Prozess. Das war nicht die Absicht des Videos, aber das ist für mich der wesentlichste Effekt, wie sehr und wie frei die Justiz arbeiten kann. Und ein Nebenaspekt ist, es braucht doch ein Amt des Bundespräsidenten. Das haben wir danach gesehen. Jedenfalls ein Abend, bei dem Sie beide in Ibiza in der Villa waren, mit weitreichenden Folgen für die Republik, natürlich auch für Sie beide. Ich danke Ihnen herzlich fürs Kommen. Nächstes Mal kommen Sie mit, Herr Godinus. Ich glaube, noch einmal machen wir es nicht, ganz ehrlich. Ich glaube, damit haben wir es jetzt abgeschlossen. Danke fürs Kommen, danke Frau Linsinger für den Besuch im Studio. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wenn Sie den ganzen Abend noch mal sehen wollen und die Doku vielleicht versäumt haben, auf puls24.at sehen Sie das ganze Stück, die folgende Analyse und diese Diskussion. Danke fürs Dabeisein.